Chaos und Crash. Wenn man diese beiden Begriffe hört im Zusammenhang mit den US-Wahlen, dann könnte man denken, der vor mir steht, das ist ein Verschwörungstheoretiker, er liebt Weltuntergangsszenarien oder er ist ein Crash-Prophet. Und ich kann euch sagen, keins davon ist der Fall. Denn diejenigen, die mich schon etwas länger kennen, die wissen, ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mittel- und langfristig wieder steigende Aktienkurse sehen werden, ist deutlich größer. Trotzdem. Vor diesen Wahlen in den USA gibt es eine ganze Menge Unsicherheit. Und es muss sehr vieles richtig laufen, damit keine dieser Unsicherheitsfaktoren zum Tragen kommt. Ich will mit euch in diesem Video darüber sprechen, welche gibt es denn? Und dann können wir uns darüber unterhalten. Ihr seid auch herzlich eingeladen, mit mir zu diskutieren, dass ihr sagt, okay, das und das kann passieren, das finde ich nicht so schlimm. Oder ihr könnt sagen, alles wird passieren oder vielleicht eines dieser mehreren Punkte, das wird dann aber für den Markt nicht so entscheidend sein. Schaut, ich bin investiert. Wir sind über unser Performance Depot, wo wir unseren Klienten zeigen, wie wir als Profis investieren. Haben wir eine Absicherung reingenommen für unsere Position? Wir haben das jetzt nicht reingenommen, nachdem der DAX schon 17% gefallen ist oder der Nasdaq um 10% gefallen ist. Das haben wir gemacht, bevor diese starke Abwärtsbewegung zustande gekommen ist. Und wir lassen unsere Absicherung auch drin, weil wir im Moment in Richtung eines Tunnels fahren. Das heißt, wenn wir in Richtung Unsicherheit fahren, Gas runter. Und dann, wenn wieder mehr Klarheit da ist, dann können wir wieder mehr Gas geben. Nur, was sind diese Unsicherheiten? Und ich will euch nicht sagen, wie es ja heutzutage durchaus beliebt geworden ist. Also ich weiß, das wird als nächstes passieren und es gibt auch überhaupt keine Diskussionsgrundlage, das ist es und fertig aus. Nein. Lasst mich euch das mit Dr. Cox sagen. Kennt irgendjemand von euch Scrubs? Das ist die einzige Ärzteserie, die ich persönlich gucken konnte, weil es ja überhaupt nicht um Medizin geht, so als Mediziner und als Chirurg. Dieser Oberarzt hat ja eine etwas heftige Art der Kritik. Der hat mal zu einem Assistenzarzt gesagt, wrong, 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 you're wrong. Also falsch, 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 du liegst falsch. Hey Leute, vielleicht bin ich falsch, 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 ich lieg falsch. Trotzdem müssen wir uns darüber unterhalten. Also worum geht's mir? Erstens, dadurch, dass im Moment die Corona-Infektionszahlen so hoch sind in den USA, gab es auch sehr, sehr viele, die Briefwahlen durchgeführt haben. Das kann auch dazu führen, dass in der Wahlnacht das Ergebnis noch gar nicht amtlich verkündet werden kann, weil zu viele Stimmen noch offen sind, die aber benötigt werden, damit man sicher sagen kann, wer in welchem Bundesland am Ende gewonnen hat und die Stimmen der Wahlmänner bekommt. Bedeutet, es kann bis zu 7 oder 10 Tage dauern, bis klar ist, wer wirklich diese Wahl gewonnen hat. In dem Augenblick, in dem die Wahlnacht vorbei ist und es gar nicht klar ist, wer die Wahl gewonnen hat, kann es dazu kommen, dass es Unsicherheiten gibt. Warum? Die meisten Unterstützer von Herrn Biden haben durch eine Briefwahl abgestimmt. Das heißt, es kann sein, dass im Laufe der nächsten Tage die Stimmen von Herrn Biden mehr werden. Angeblich hat, das habe ich gestern auf Bloomberg gelesen, das Lager von Herrn Trump entschieden für den Fall, dass sie in der Wahlnacht vorne liegen. Und obwohl der Ausgang noch völlig unklar ist, plant Herr Trump, sich als Sieger zu deklarieren. Herr Trump deklariert sich als Sieger, der Ausgang ist noch gar nicht klar, es entstehen Spannungen. Erstens. Zweitens. Die US-amerikanischen Geheimdienste gehen sehr fest davon aus, dass Russland in diesem Falle anfangen wird, über soziale Medien Unsicherheiten und Fake News zu verbreiten. Und das kann dazu führen, dass noch mehr Spannungen reinkommen. Also stellt euch vor, wir haben einen unklaren Ausgang. Einer sagt, ich bin schon Präsident, ich weiß nicht, ob das so kommt. Ich berufe mich auf eine Quelle. Und auf der anderen Seite werden bewusst Desinformationen in den Markt reingekippt. Das kann dazu führen, dass insgesamt zusätzliche Unsicherheiten entstehen. So, wenn der Ausgang unklar ist, wenn Unruhe im Land ist, dann kann es entweder so sein, dass die beiden Kandidaten das Interesse der USA vor ihren eigenen Interessen stellen und sagen, okay, ich habe verloren, ich akzeptiere die Wahl und dann kann das Land aufatmen und weitergehen. Oder es kann sein, dass man das auf die absolute Spitze treibt. Damals bei Bush und Al Gore war es so, dass Al Gore am Ende auch nur vor Supreme Court gezogen ist. Als er dort dann aber verloren hat, dann hat er gesagt, okay, ich akzeptiere diese Niederlage.
Das wird mit eine Rolle spielen, ob derjenige, der verliert, auch seine Niederlage anerkennt oder nicht. In dem Augenblick, in dem es dann Wahlkampf nach der Wahl gibt und der Ausgang der Wahl in Frage gestellt wird, was meint ihr, wie das Investoren finden? Wir Investoren mögen es nicht, wenn es unsicher ist. Schaut mal, ich sage, es ist unsicher, was passiert, ich lege eine Absicherung rein. So, in dem Augenblick, in dem Unsicherheit da ist, werden Investitionen zurückgezogen, Absicherungen werden reingelegt, möglicherweise werden teilweise Investitionen rausgezogen. Das kann den Markt unter Druck bringen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja nur eine Möglichkeit. Es kann ja auch sein, dass der Ausgang klar ist. Genau. Zum Beispiel, angenommen, Herr Trump gewinnt, die Republikaner behalten die Mehrheit im Senat, dann werden wir eher auf ruhiges Fahrwasser zugehen. Das heißt, es wird die Politik so bleiben, wie es ist. Möglicherweise werden diese sehr extremen Arten der Konfrontation beim Handelskrieg auf eine auch durchaus chaotische Art und Weise fortgesetzt werden. Das kann eher europäische und asiatische Aktien unter Druck bringen. Allerdings weiß der Markt, woran er ist. Falls aber es dazu führen sollte, dass zum Beispiel Demokraten gewinnen, aber die Mehrheit im Senat in der Hand der Republikaner bleibt, dann haben wir wieder das Problem, dass sich diese beiden Lager ja miteinander einigen müssen. Und was wir im Moment nicht wissen, welche Politik wird Herr Biden verfolgen? Wird er eher in Richtung Mitte rücken, weil er versucht, das eher polarisierte Land zu einen, oder hat er sehr viele Versprechen der linken und sehr weit linken Fraktion oder der Seite der Demokraten versprochen und er wird dann Forderungen stellen, auf die die Republikaner nicht eingehen und beide Seiten verbeißen sich und es gibt kein Stimuluspaket. Das wird dann wieder der Börse nicht gefallen. Oder er wird Forderungen stellen, die einfach der Börse nicht gefallen. Und das wäre dann auch der Fall, wenn die Demokraten komplett gewinnen. Dann ist genau die gleiche Frage. Wird eher Herr Biden moderat agieren und Vorschläge machen, zum Beispiel, ja, wir werden, davon ist man auszugehen, auch wenn die Mehrheit im Senat da ist, dass die Demokraten sagen werden, ja, für die sehr, sehr Reichen werden wir die Steuern erhöhen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass für die Mittelschicht und die untere Schicht die Steuern erhöht werden, aber auch, dass die Unternehmenssteuer erhöht wird. So, das ist die Frage. Wird er das um einige Prozentpunkte erhöhen, dass der Markt sagt, finden wir nicht so super und doch ist es nicht so schlimm, dafür haben wir Klarheit? Oder muss er so weit nach links rücken, dass die Steuern so stark angehoben werden, dass das den Markt verschreckt? Bedeutet, selbst wenn der Ausgang klar ist, bedeutet es nicht, dass Herr Biden das tun wird, dass die Demokraten das tun werden, was dem Markt gefällt. Und wenn es eine Pattsituation gibt, dann kann es auch dazu führen, dass die beiden Seiten sich immer noch miteinander verhaken. Man stelle sich vor, der Ausgang ist unklar, dann haben die Demokraten möglicherweise die Chance, in den kommenden 4 Jahren ganz alleine alles zu entscheiden. Dann werden sie jetzt nicht anfangen, irgendetwas zu verhandeln, sondern dann geht die Pattsituation wieder weiter. Das ist also die andere Gefahr, die wir haben. Das Dritte, worüber man sich im Klaren sein muss, ist, man geht davon aus, das habe ich auf CNBC gelesen, dass aufgrund der vielen Wahlkampfveranstaltungen, in den USA heißt es Rallies, die die Republikaner veranstaltet haben, sehr, sehr viele Neuinfektionen in den kommenden Tagen und Wochen zu erwarten sind. Und im Moment haben die USA ja schon Infektionszahlen im 6-stelligen Bereich. In dem Augenblick, in dem der Anstieg nochmal exponentiell wird, aufgrund der Rallyes, die zustande gekommen sind, aufgrund der Tatsache, dass die Regierung eher mit sich selbst beschäftigt ist, also behalte ich die Macht oder nicht, und dass die Regierung nicht entsprechend zeitnah reagiert, besteht die Möglichkeit, dass die Covid-19-Zahlen noch deutlich stärker nach oben gehen. Und dass zum Beispiel das Gesundheitssystem in den USA noch mehr unter Druck gerät. Das heißt, wir haben hier 3 Risiken. Ausgang unklar mit zusätzlichen Unsicherheiten und Unruhen. Ausgang klar, allerdings kann es dazu führen, dass Herr Biden in Richtung links besonders rückt, was der Börse nicht gefällt. Drittens, Ausgang klar oder unklar, noch weiter steigende Covid-19-Zahlen. Und diese Punkte, falls sie alle zutreffen, unklarer Ausgang, beide Seiten kämpfen miteinander, keiner möchte die Niederlage eingestehen, es entsteht kein gemeinsames Konzept, was ein Stimuluspaket angeht, weiter steigende Covid-19-Zahlen, das kann tatsächlich dazu führen, dass in den USA Chaos entsteht und dass wir einen Crash sehen werden von 20, 25%.
Wo will eigentlich der Investor hin, wenn er unsicher ist? In den Dollar. Der US-Dollar wird dann Zünglein an der Waage sein. Denn das, was wir zum Beispiel sehen, Bitcoin, der Bitcoin-Preis geht nach oben, der ist positiv korreliert mit der Stärke der Rohstoffe, mit den Aktien und den spekulativen Instrumenten, also negativ korreliert mit dem US-Dollar. Auch zum Beispiel Silber, Aktien, die Kurse der Währungen aus den Schwellenländern und entsprechend auch die Aktienindizes der Schwellenländer. Alles hängt am Dollar. Und deswegen schauen wir uns charttechnisch gleich den US-Dollar an. Und ich sage euch vorher noch eine Sache. Wisst ihr was? Am Tag nach der Wahl, am Mittwoch, werden wir für unsere Klienten 12 Stunden live streamen. Das heißt, wir werden mit Ihnen den Ausgang besprechen. Gibt es eine Möglichkeit, hier einen Trade einzugehen? Wollen wir keinen Trade eingehen? Was müsste noch da kommen? Und es kann auch sein, dass so viel Chaos im Markt ist, dass wir den ganzen Tag auf den Markt schauen und sagen, soll uns doch die anderen traden. Wir warten, bis es wieder einfacher wird. Und ich glaube, dass man einen Profi in dieser Zeit an seiner Seite sehr gut gebrauchen kann. Und wir haben für euch ein Lockdown-Angebot, in dem ihr alle unsere Premium-Pakete nutzen könnt, was Trading angeht, zum Preis von 59 Euro, deutlich reduziert. Schaut euch das gerne an. Wir haben zum Beispiel im Moment 2 Trades, im Moment nicht in den klassischen Märkten, sondern im Kryptomarkt und das bei den Altcoins auf der Short-Seite. Und die laufen sehr gut in unsere Richtung. Seid ihr herzlich eingeladen, euch unser Angebot anzuschauen. Und jetzt schauen wir gemeinsam auf den US-Dollar. Wenn wir uns einmal den Chart anschauen, ich habe schon mal ein Video gemacht zum Euro und habe gesagt, ich weiß nicht, ob der Euro in Richtung 1,25 geht. Weiß ich wirklich nicht, nur ich weiß eins, falls der in Richtung 1,25 geht, dann warte ich da auf ihn. Weil ich finde, dass hier eine mehrfache Widerstandszone ist. Hier, guck mal, ist Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung fällt durch, Widerstand, Widerstand da drüber. 100 Pips drüber ist auch noch die 200-Monats-Linie und ich sehe hier, hier ist es Unterstützung, da ist es Widerstand. So, jetzt muss man vielleicht dazu sagen, der ein oder andere wird berechtigterweise sagen, Moment mal, wir wollen über den Dollar sprechen und der Dollarindex wird ja nicht nur aus dem Eurokurs gemacht, das ist richtig, nur knapp 58% wird durch den Euro gebildet und doch, was der Euro gegen den Dollar macht, ist mit entscheidend darüber, wie sich der Dollarkurs entwickelt. Und darüber kann man das auch relativ gut das miteinander anschaulich ansehen. So, anschaulich ansehen, eine kleine Tautologie, Leute. Was den Euro-Dollarkurs angeht. Guck mal, wir haben letzte Woche unterhalb der 20-Wochen-Linie geschlossen. Allerdings kann ich das nicht gelten lassen. Wisst ihr warum? Weil wenn die 20-Wochen-Linie so deutlich steigt, dann ist es so, das reicht, wenn der einfach mal so hier im Bereich dieser horizontalen Unterstützung 1,16 schließt und dann geht die 20-Wochen-Linie drüber so, wir sind unterhalb der 20-Wochen-Linie. Es wäre was ganz anderes, wenn die 20-Wochen-Linie so verläuft und wir schließen drunter. So muss ich sagen, ja, wir haben gerade mal einen Schlusskurs, ein Klitschko, kleines bisschen unterhalb der 20-Wochen-Linie. So richtig gelten lassen kann ich das nicht. Was anderes ist für mich entscheidend. Wenn wir hier einmal in den Tageschart schauen, also das, was hier passiert, das ist ja die Konsolidierung dieser Aufwärtswelle. Und die Frage ist, Aufwärtswelle, Konsolidierung und dann kommt die nächste Bewegung hoch oder Aufwärtswelle, Konsolidierung, die Luft ist zu dünn. Ich komme nicht mehr drüber und gibt's auf den Kopf. Und da halte ich die Zone bei 1,16 für ganz entscheidend. Denn eigentlich ist es folgendermaßen, guck mal, Euro-Dollar macht eine Welle von 400 Pips. Wenn wir sagen, der macht noch eine zweite Welle von 400 Pips, dann ist das theoretische und rechnerische Ziel bei 1,1475. Das wäre von dieser Welle auch das 61er Fibo. Das ist auch, wenn ich mal kurz rauszoomen darf, seht ihr diesen Spike hier. Dieser Spike hier ist dieser Spike hier. Das ist eigentlich das Ziel, 1,15. Jetzt kommt das große Aber. Aber Devisen funktionieren mit horizontalen Linien. Und diese horizontale Linie, die hat gehalten und der Markt ist hochgegangen. So, normalerweise nach, guck mal, 1, 2, Pause, 3, 4, 5, 6, 7 tieferen Tiefs, ist es so, dass wir zumindest eine Gegenreaktion erwarten dürfen. So, es kann sein, dass die Wahl kommt, zum Beispiel, Herr Biden könnte gewinnen, dann kommt erstmal so Stärke rein, weil die Leute wieder ins Risk-On gehen und dann sind die nächsten Tage schwierig, der Markt fällt durch. Gerade wenn er sich hier ausruht, der Euro gegenüber dem Dollar und dann durch die 1,16 fällt, dann, Leute, dann ist das Ziel 1,1450. Wenn der jetzt hier direkt durchfällt, dann sehe ich Panik. Dann ist so, ich bin zwar auf Unterstützung, aber die Panik ist so groß, raus aus allem, was da ist, ich brauche Dollar. Dann ist das Ziel tatsächlich in Richtung 1,1450 und bei 1,14 ist die 200-Wochen-Linie. Und guckt euch die 200-Wochen-Linie an. Guck mal, hier,
dass Unterstützung, 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 wie zum Widerstand, wie zum Widerstand, wie zum Widerstand, die geht durch. 1,14 ist dann das erste wirklich große Unterstützungsziel. Summa summarum, 1,16 ist eine starke Unterstützung. Wenn er darauf rumliegt, so Wahlen, so dass erstmal Risk on, die Leute eher kaufen, aber dann danach die Unsicherheit reinkommt und der da durchfällt, ist aus meiner Sicht das Ziel in Richtung 1,1450, 1,14. So, auch erklärt warum. Wenn der direkt durchfällt und darunter schließt, dann ist sozusagen Wahl, Panik, dann kann es auch sein, dass die Indizes größere Abgabendruck bekommen. Alles, was Risk on ist, könnte dann unter Druck geraten. Darauf würde ich ganz genau achten. Was die Obergrenze angeht, also 1,20 ist immer ein richtig starker, richtig, richtig starker Tobak und eine starke Widerstandszone. Alles, was an Stärke reinkommt, erste Widerstandszone ist 1,70, dann 1,19. Über einen Ausbruch darüber hinaus brauchen wir uns jetzt gerade nicht zu unterhalten. Ich bin gespannt, wie der Wahlausgang sein wird. Und für alle, die sich für unsere Premium-Pakete entscheiden, da freue ich mich schon drauf, am Mittwoch mit euch 12 Stunden live auf die Märkte zu schauen. Bis dahin, gehabt euch wohl.